Und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Uncharted 3. So, währenddessen das jetzt lädt, kann ich in Ruhe eben nachgucken, ob das Video letzte Woche überhaupt online gestellt wurde. Perfekt. Das letzte Video auf meinem Kanal war ja über den Kami. Ach scheiße, jetzt sind wir an der Stelle hier. Und noch einmal. Ich kann ihn sehen. Sully, alles klar? Ja. Er verzieht sich nicht. Verdammt, ich sehe gar nichts. Scheiße. Das war's mit ihm. Ah, scheiße, Wespe. Weg, weg, weg von meinem Salat. Weg von meinem Salat. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, weg. Weg von meinem Salat. Hab gerade eine Wespe geschlagen. Geschieht dem Vieh recht. Halt ihn raus! Ich kann nicht sehen! Sully, alles klar? Er verzieht sich nicht! Verdammt, ich sehe gar nichts! So. So langs. Man kann ein bisschen was sehen. Das war's. Hoffentlich hat der eine Para. Ja, der hatte eine Para. Ich glaube, das mit Para soll einfach nur kurz dafür stehen, dass das dass die Parabellum-Geschosse verschießt. Achtung! Fuck. Das ist ein halbes QTE und das kann ich nicht so ganz leiden. Geht doch. Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich brauche irgendetwas. Ja, lieber die. Genau, wie wollten die eigentlich hier rauskommen? Ach, stimmt ja, hier dieser Ex-Machina-Teil, der hier kaputt gegangen ist. Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Geht klar. So, weiter geht's. Ich bin froh zu sagen, dass ich mit dem Event durch bin. Den kleinen Wagen, dieses Packgedöns, der mit der 7-3er, 3-7er, Entschuldigung, mit der 3-7er, der wird leider erst ab dem, dafür wird der Tausch erst ab dem 12. Oktober frei sein. Glücklicherweise habe ich da Ferien schon. Da habe ich schon Ferien. Das dürfte, glaube ich, der Montag oder Dienstag am Anfang der Ferien sein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg! Bleib weg! Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Ja, jetzt wird das so eine Traumsequenz. Jeder von euch, der schon mal Batman Arkham Asylum gespielt hat, wird bestimmt meinen, was ich hier mit meine. Oh Gott. Oh Gott. Ruhig bleiben.
Ach, das ist weird. Nur mir nach. Nee, lassen Sie mich. Strike. Marlow wartet. Nein, 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 nein. Es ist gleich vorbei. Bei sowas frage ich mich immer, was passiert, wenn ich in die andere Richtung renne. Aber meistens passiert es dann, Keine dass dann Sorge. die Sequenz gar nicht weitergeht und ich dann trotzdem weitergehen muss. Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Wie Sie hört er sind denn jetzt überhaupt? allein. Keine Angst. Mir nach. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht ich mehr, gehe wer nicht. das. Ach stimmt ja, das ist ja dieser eine Anzugträger. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Das ist so eine seltsame Sie wissen, was Sequenz. wir wollen. Sie dürfen nicht, sie dürfen nicht, sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt, bitte. Wo An ist dem bin das? ich doch schon mal vorbeigelaufen. Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Wo ist der jetzt? Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Ihr Rahmen hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja... Wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir, Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie
verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. وقف ولا بتخرك! وقف! So, jetzt geht's weiter. Hier drüber springen. Das ist super lustig, wenn man einen kaputten Controller hat. So, jetzt dürfte er etwas besser funktionieren. Das geht schneller. Gott, das nervt mit dem kaputten Controller. Da ist er entlang. Ach, der wartet immer, das ist ja gut. Wer baut so? Jetzt mal im Ernst, wer baut so? Übrigens, die haben ein bisschen was bei der Geschichte verändert, was beim vierten Teil nicht so sein wird. So, lauf, 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 rechts rum. Gut, dass mir die Kamera hier sagt, wo ich entlang muss. Wow. Du bist ja so richtig hardcore drauf, oder was? So, der hatte mal bessere Witze drauf, aber ich glaube generell nicht, dass das ein Witz sein sollte. Mist. Kommt mir das nur vor, oder ist es so, dass der durchgehend am Schallen ist? Also wenn der Typ da spricht, so dieses Mist, Mist, Mist. Hat er irgendwie so ein Echogerät in seinem Hals drin? Sodass er immer, wenn er redet, immer dieses ominöse Echo bekommt? Warum will ich Echo immer als Echo aussprechen? Ah, hier muss ich entlang. Was zum Teufel ist der hier? Also.
Um ehrlich zu sein, Drake dürfte ja eigentlich weniger auffallen als dieser. Nathan Briggs strikes again. Na los, Talbot, das wird langweilig. Ach, der heißt Talbot. Hoch. Irgendwie habe ich gerade nicht viel zu sagen. Ach du Scheiße. Weißt du was? Wegen seiner Mentalität hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass er dann losschreit, ha, Drake, ha. Sondern sich nochmal umdreht und darüber lacht, dass man hier abgestürzt ist. Warum verfolgt er ihn überhaupt? Was hat er, den Ring? Dieser Gesichtsausdruck. Ich habe übrigens vor, jetzt die Tage mal für die ganzen Serien mal die Thumbnails endlich hinzusetzen. Dazu komme ich ja in letzter Zeit gar nicht. Die überhaupt zu machen, weil das ist doch eine relativ langwierige Arbeit. Es ist keine schwere Arbeit, die Thumbnails für die SER sind wirklich das Aufwendigste. Autsch. Die Thumbnails für die SES sind wirklich das Aufwendigste von allen. Aber mehr nicht. Erkennen Sie mich? Ramses. Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah, stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und ein Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Können mich foltern, wie sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen. Das ist mein absolutes Hasslevel. Sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich hasse dieses Level immer noch, weil später. Davon habe ich Albträume von diesem Level. Das ist wirklich das dämlichste, also nicht das dämlichste, das hässlichste Level, das ich jemals gespielt habe.
Weil ich generell diese. Das ist ein riesiger Schiffsfriedhof. Auf dem hier praktisch gesehen gekämpft wird. Und, eben kurz meine Flasche wieder zuschrauben. Ach so, ich kann dann mit Gegenständen wohl nur so einen Finisher machen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Gegenstände aufnehme. Muss ich mal nachgucken. Ich habe gestern noch ein bisschen was in City Skylines gemacht. Da kommt Samstag eine neue Folge von. Eine neue Zwischendurch-Folge. Da werde ich eine lange Episode rausmachen. Samstag habe ich da was vor? Ne, Samstag habe ich nichts vor. Gut. Dann kann ich da eine lange Episode rausmachen. Die werde ich so knapp eine Stunde lang machen, da wird richtig schön gemacht. Da werde ich was mit. Da werde ich wahrscheinlich entweder die Stromversorgung überarbeiten. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen etwas an der an den U-Bahn-Linien machen. Ich werde die wahrscheinlich alle einmal abreißen und neu ziehen, weil die gerade nicht sehr effizient liegen. Besser gesagt, die sind generell nicht sehr gut gezogen. Und ja. Ach du Scheiße, ich würde jetzt gern was sagen, das wäre aber mit 100%ig rassistisch. Es ist irgendwie lustig, der Teil, der immer bei jedem Kämpfer immer ein Schwachteil ist, sind die Weichteile. Und bleib unten. Bitte. Ach, hier muss ich hoch. Ja, Ex Machina Leiter. Leiter Ex Machina. Yep, ich sehe, wo ich her muss. Man kann ja einmal rumlaufen, um zu gucken, wo was ist. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge machen werde. Ich werde die auf jeden Fall lang ziehen. Was war das gerade mit dem Arm, was er gemacht hat? Der war immer nach innen gedreht. Warum das, glaube ich, dass da gleich. Warum ist da überhaupt so eine Tür? Achso, ich dachte, das ist jetzt wie im vierten Teil, wo man das wirklich so mit dem Schwingen machen muss, vor und zurückhalten. Muss man jetzt wohl nicht machen. Sieht nicht gut aus. Nee, natürlich. Das sind doch nicht seine Holster. Aufgesammelt. Eine Faust, wunderbar. Hört sich doch gut an. So, und jetzt seht ihr, warum ich dieses Level überhaupt nicht mag. Genau deshalb. Ich habe mir dann, als ich das früher das erste Mal gesehen habe, als ich mir das früher mal als Let's Play angeguckt habe, war das erste, was ich gemacht habe, als ich das gesehen habe, sämtliche Folgen übersprungen, wo es noch um dieses Gebiet ging. Und das war so dermaßen Abfuck.
Das ist also jetzt einer der wenigen Teile, wo ich nicht weiß, was jetzt los ist. Man kann mir nicht sagen, dass das ein gutes Level ist. Da, der muss doch eine Waffe haben. Wie viele Wachen haben die denn? Hoffentlich nicht allzu viele. Ich habe gehört, ein Sturm kommt. Ja, Ramses sagt, er hätte was Großes am Start. Also ich finde das interessant, wenn man sich vorbeischleicht und dann dieses und dann diese Konversation mithört. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Fehler war, sich hier dran vorbeizuschleichen. Man kann ja nie wissen. Okay, fast geschafft. Oh Mist! Ich fand lustig, dass ich keine der Waffen auswählen konnte. Ich habe gehört, ein Sturm kommt. Ja, Ramses sagt, er hätte was Großes am Start. Wer ist dieser Britin eigentlich? Wenn sie zahlt, ist's egal. So, schön unter den Inseln durch. Sind das alles Schiffe oder sind das auch Teile von Bohrinseln? Würde mich jetzt mal interessieren. So, schön tauchen. Wer ist da? Oh Mist! Ah ja, die Para 9, das ist die einzige Waffe, die man in dem Spiel hier braucht. Runter! So langsam gehen mir echt die Pistolen aus. Schon wieder von vorne.
Da oben ist ein MG-Nest. Das hat mich vorhin geärgert. Das MG-Nest, das wird noch ein Problem sein. Fuck, keine Schüsse mehr. Du hier hast doch noch eine Para, oder? Wandert jetzt alle? Nein. Wo kam denn... Ah, scheiße, von da. Großer Schrotflintenhansel. Ach, scheiße. Ich habe irgendwie übersehen, dass hinter mir noch was frei war. Die Frage ist natürlich, von wo kommt gleich der Schrotflintenhansel? Da ist der Schrotflintenhansel. Das war ein... Ich habe mehrfach auf Dreieck gedrückt. So, kurze Burst. Das war der Schrotflinten. Irgendwie, die kommen aus so vielen Ecken, dass es irgendwie... Gott, das wird ein Hochsterben hier. Und ich sitze gerade auch irgendwie schon wieder auf meiner Fernbedienung. Ach, das war eine Boje. So, ich warte noch auf den... Granatwerfer oder was? Sch-
Schon wieder. Jetzt habe ich einmal diesen Hansif mit seinem Scheißteil weggehauen. So, hier, von hier gibt's kein Hinten aus. Das gibt es nicht. Doch, bei Roller. Ist der jetzt tot? Nein. So wird das gemacht. Dieser Granatenhansel, der regt mich da oben. Die ganze Zeit über auf. Ach du Scheiße. Schon wieder einer von denen. Bist du tot? Ja. Gut. Guter Junge. Ist das jetzt nur noch der MG-Posten? Ach du Scheiße. Das MG, das ist echt nervtötend gerade. Noch eins. Wie viele MGs haben die denn? Ich hab was für dich. Also ich sehe da oben. Was ist denn?
für Sully. Ja, du bist jetzt auch weg. Ich glaube, ich habe ihn abgeschossen. Ich hatte mal einen Lehrer. Das fällt mir gerade ein. Der hat immer gesagt, wenn ich glaube, immer wenn wir gesagt haben, ja, ich glaube, dann hat der gesagt, Glauben tun wir in der Kirche. Und das Schlimme war, wir hatten in der Klasse sehr viele, die entweder nicht christlich gläubig waren oder im Generellen nicht gläubig. Seht mich ja. Ah, Machine Gun Part. Gott, dass der ums Verrecken nicht an das LMG gehen will. Obwohl, ist es ein LMG oder ist es ein Heavy Machine Gun? Das ist jetzt die Frage. Sonst noch wer? Nein. Gut. Passt ja. Wie schön. Das sieht nicht zu gefährlich aus. Also wenn er schon so am Wackeln war. Der ist tot. Eine neue Para. Warum sieht das so aus, als ob hier jetzt gleich irgendwas Fettes kommen wird oder sehr viel kommen wird? Antwort ganz einfach, weil hier ein Haufen an explosiven Fässchen sind. Gerade erst aus der Schrotflintenschule zurück, oder warum schießt er so schlecht? Obwohl ich vergesse, dass hier ist ein Spiel, wo Schrotflinten wirklich auf eine nur sehr begrenzte Reichweite funktionieren. Und in echt tun sie das, funktionieren sie auf sehr weite Distanz eigentlich relativ okay. Sie sind nicht so akkurat, allerdings ist es immer noch so, dass wenn man mit einer Schrotflinte schießt, dann kommen die Pellets ja auch relativ weit. Die kommen noch ein paar hundert Meter. Du bist nicht gerade sehr nett. Das war der. Wer noch übrig? Komm her. Sonst noch wer, der sich anlegen will? Nein. Ist ja schon gut. Die Folge wird Überlänge. Ich merke, ich rieche es schon. Ich hab's im Urin. Moment. Das könnte gehen.
Box on Wheels. Schön, sollte klappen. Okay, Crane, Box on Crane. Was ist das hier für ein Schiff mal gewesen? Das ist ein sehr dubioses Schiff. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der einzige deutschsprachige Jugendliche, ich sag jetzt mal Jugendliche, junger Erwachsener auf der Welt. Besser gesagt, junger Erwachsener in Deutschland, der dubios sagt. Vielleicht noch neben Tektastisch, aber ansonsten sagt das, glaube ich, keine Sau mehr. Hier hatte ich was gesehen. Jetzt hatte ich mich irgendwie so gefreut, dass hier vielleicht noch Munition drin sein könnte. Nein. Muss ich nachladen irgendwas? Nein. Nein, ich bewaffne mich mal erstmal mit der Para. Auf was basiert die Para? Nee, eine Glock könnte das nicht sein. Die Glock hat keinen Hammer oder Hahn. Zurück auf festem Boden oder festem Schiff. Ach du Scheiße. Ja, seht ihr jetzt, warum ich dieses Level nicht leiden kann? Paar. Nicht nur einen Paar brauchst du danach. Scheiße. Oh, aber noch mehr Munition. Das sind die Automatik, oder? Ja, viel besser. Er ist da unten. Im Auge behalten. Ist der tot? Der sieht nicht tot aus. Er versteckt sich, jagt ihn raus. Warum mussten die das unbedingt hier einbauen? Das gibt's nur im dritten Teil. Schön, vorsichtig. Und das ist eine noch nicht mal so gute Mechanik. Gel heißt der Müll. Gel. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Wie gesagt, das sieht aus wie eine Mischung aus FAL und AK-47. Ich glaube, das ist auch eher eine AK-47. Oh, noch eine Munition, kann ich aber nicht aufnehmen. Weil Gründe. Sonst noch wer? Granaten. Die kann man immer mal gebrauchen. Wo ist jetzt der Funkraum? Verstecken bringt nichts.
Ich fände es lustig, wenn, wenn man die abschießt und die fallen runter und die fallen auf einen drauf, wenn man hochklettert. Dass das ein, dass das dazu führen könnte, dass man abstürzt. Ich finde auch die Posen, die die machen, immer sehr lustig mit dem Yeet. Wenn die schießen immer so Gangsters. So wie man. Es ist jetzt ein bisschen dämlich, weil man es, weil es ein bisschen fies und vorurteillastig ist. Geschafft. Das sah gerade irgendwie aus wie so eine Arena, auf der man kämpfen sollte, weshalb ich da gerade in Deckung gegangen war. Ach du Scheiße. Ja, und von dort hinten kommen wir irgendwo. Nee, wir kommen von woanders. Da unten hatten wir uns doch durchgekämpft, oder? Sie Sally bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Ja, das machen wir allerdings nächste Episode. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Morgen sollte eine SER kommen, wenn ich's nicht, wenn ich irgendwie noch dazu komme, die umzuschreiben. Wie gesagt, die letzten paar Tage werden mittlerweile stressig und stressig. Und ja. Autsch. Wenigstens habe ich meine Waffen behalten. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.